Und. Das sieht so geil aus. Wie ihr seht, da hinten ist der Rand der Welt. Auch diese Welt ist nur ein Block. Okay. Dann gehen wir mal ins Bettchen, jetzt wo der Mond wieder hochkommt. Und ich sag mal tschö für diese Auf. Oh, lecker. Für diese Aufnahme werde ich das jetzt alles schneiden, alles rendern. Hoffe, dass ich. Jetzt ist jetzt 0:35 Uhr. Hoffe, dass das alles schnell geht, dass ich schnell hochladen kann. Und dann könnt ihr am. Welchen haben wir heute? Wir haben jetzt den 14.09. Und dann konnte ich ja beim 13. habe ich ja auch was hochgeladen. Zum Glück, da war glaube ich das Finale. Okay, ich habe es schon am 12. hochgeladen, aber das war halt für den 13. Da habe ich einfach ein bisschen früher offline, online, also offiziell geklickt, als offizielles Video so. Das war aber halt für heute, für gestern jetzt mittlerweile gedacht. Also für Dienstag, ja. Und das wird jetzt wahrscheinlich schon irgendwann am Wochenende sein, was ich hier quatsche. Ach so, eigentlich ist doch völlig egal. Ja, also ich wünsche euch schönen Tag, schönen Abend oder guten Morgen. Ja. Ja, für manche Leute guten Morgen. Die Leute wissen schon. Oh, hier könnte man eigentlich. Warte mal, ich habe noch eine andere Sache. Können wir hier lüften. ja, also je nachdem, wann ihr das Video guckt, guten Hunger oder. Ja. Bevor ich anfange, Schwachsinn zu labern, was ich gerade tue. Also, heute. Ciao. So, und jetzt, wo sie alle weg sind. Oh, die Aufnahme läuft ja noch. Nein, Spaß. Ich habe doof geschnitten und deswegen habt ihr die ersten 2 Minuten gesehen, wie ich aufhöre zu spielen. So, erstmal aufmachen zum Lüften. Also, ich habe jetzt zwei Meinungen bekommen als. Na, wie heißt es gleich? Warte, 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 hier als, ne? Einmal die 1, hier. Und einmal die 4. Und einmal, glaube ich, die 2,5. Ha, Jupp, du bist da lustig. Und ja, ich werde irgendwann mal anfangen, so wie der Jupp auch als Kommentar drunter geschrieben hat, die wohl lustigsten Kommentare vorzulesen. Ich versuche die dann irgendwie so mitten im Bildschirm, also, sagen wir mal unten, einblenden zu lassen. Mal gucken, ob ich das irgendwie hinkriege. Ja, kann man irgendwie so eine Tür ranmachen? Nee, kann man nicht. Und ja, wie gesagt, also die ist. Der Wunsch war jetzt halt die 1 oder halt die 4. Oh, Creeper. Ich habe auch persönliche Nachrichten bekommen und da war halt die 4 bei als Wunsch. Und ich würde einfach mal sagen, wir sind ja eigentlich ganz gut gewappnet. Eine Tür haben wir auch noch mit. Das Bett nehmen wir uns auch mit. Habe ich noch was drin? Lecker. Kohle brauchen wir nicht. Aber brauchen wir Fackeln. Doch. Na, warte. Nein. Hilf. So. Wo haben wir es denn? Da haben wir es. So. Und dann machen wir uns gleich noch ein paar Fackeln. Dann nehmen wir uns das Bett mit. Die Workbench nehmen wir uns auch mit. Die Tür gleich zumachen. Ah, Hilfe. Schluck auf. Da hätten wir noch eine Tür setzen können. Wolle. Ja, Wolle nehmen wir. Wir können uns eigentlich noch ein Bett craften. Den Rest brauchen wir nicht. Da ist ja noch eine Craftbox. Ja, nehmen wir die mit. Und stellen die andere wieder oben hin und haben wir vorher bei euch noch ein Bett. Dann sieht es mich nicht so doof aus. Das kann man nicht stacken. Wenn wir da oben, naja, jetzt, wenn wir da oben alles abreißen, sieht es ja ein bisschen leer aus. Und vielleicht kommen wir irgendwann nochmal hierher zurück. Ich glaube nicht dran, aber wir werden auch die Hälfte der Truhe mitnehmen. Zack. Ja, ist noch alles drin. So. Flupp. Und flupp. Okay. Das sieht auch gar nicht mehr so schlimm aus. Sortiere ich mal ein Stück. Das machen wir mal dahin. So, das da. Die Axt. Die Tür werden wir nicht gleich brauchen. Das möchte ich mal dabei haben. Das auch. Workbench packe
packe ich mal hier hin. Dreck brauchen wir nicht. Obwohl, wir können ihn vielleicht als. Und einen Spaten. So. Wir sind gerüstet. Oh je. Also ich werde mich jetzt für die Richtung entscheiden. Das war, glaube ich, die 4, ne? Also rauf die offene Ebene. Einfach weil. Ach, ich will ja von oben runterspringen, ne? Ja, wie soll man sagen? Ich habe den Vorschlag von jemandem bekommen, der schon meine ganzen Videos von Anfang an guckt und den ich schon etwas länger kenne. Und ja, und da dachte ich mir, okay, wenn es heißt Richtung 4 gehen, ist auch wirklich 4, oder? Ja, dann gehe ich da auch lang. Und ich hoffe wirklich, dass ich mich jetzt da nicht verlesen habe. So, das mal zu, damit uns hier auch niemand irgendwann mal besuchen kommt. Na dann, mit Anlauf und Sprung! Plätscherchen. So, aber ganz schön laut ist das Minecraft auf meinem Ohr. So. Da bin ich runtergesprungen, da muss also da die Ebene sein. Und für denjenigen, der jetzt gesagt hat, bitte da lang gehen, wir werden nochmal so eine Formation finden. Und ich hoffe ja, dass ich auf der großen Ebene ein Dorf finde. Das kann man ein bisschen ausplündern, das kann man vielleicht auch ein bisschen ausbauen. Und später sollen da ja auch Leute rumlaufen, die einem so ein bisschen Quests geben. Also so ist so die Vermutung, die ich jetzt gehört habe, oder die Vermutungen. Holz haben mit, ne? Ja. Dass die einem Quests geben können. Und da hinten ist auch was. Ey, geil. Warum haben wir das von oben nicht gesehen? Deswegen werden wir das nicht abfackeln, so wie ich das eigentlich vorhatte, sondern wir werden da gucken, dass wir da irgendwie einen Zaun drumherum ziehen oder so. Also wir bleiben da kurz, befestigen das ein bisschen, damit wenn wir irgendwann mal wiederkommen, dass die Leute da sicher sind. Kann auch sein, dass die ersten neuen Dinger dann spawnen. Ah, ich weiß es nicht, aber wir machen es einfach. Wir gucken. Oder wir machen einen kleinen Graben, irgendwie sowas. Ah, Sand. Jetzt habe ich Sand in den Füßen. Ich sehe gerade, dass ich gar keine Rüstung mehr anhabe. Verdammt, wir müssen Kühe töten. Kuh. Da ist ein Schaf. Aber warum haben wir das denn von da oben nicht gesehen? Dass dann ein Dorf ist. Absoluter Fail, und wie viel auch noch? Geil. Und eine Höhle. Die müssen wir uns merken. Oh, mit. Hoho, mit Feldern. Die müssen wir dann abernten. Oh, wie geil ist das denn? Ich muss sagen, ich habe noch nie vorher so ein Feld gesehen, deswegen. Geil. Und wie viele Felder vor allem? Was ist das? Ah, das ist schwarze Wolle, okay. Und Gläser? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß noch gar nicht, wie man die macht. Aha, Aussichtsturm. Oh, jetzt sogar Türen. Das ist einfach nur ein kleines Haus. So. Ist da hinten auch was? Da, sieht ihr es? Diese Formation? Und da, das sieht irgendwie so aus, als wenn da irgendwie. Ich sehe jetzt überall Städte. Und nicht schlecht. Da waren wir gerade. Das sind Bücher. Ob die ein gutes Buch haben? Das finde ich übelst cool. Da kann ich gar nicht drauf springen. Hops. Hehe. Das sind hier diese Schalter, ne? Also wo man drauf tritt. Die. Hätte ich das mal in der ersten Staffel gewusst, dann hätte ich die Tische immer so gebaut, weil es sieht echt stylo aus. Aber ich wusste nicht, dass man die auf diese. Okay, ist bloß ein Raum. Oh. Da hat wohl irgendwer einen komischen Sinn für Humor gehabt. Na. Aha. Sieht schon cool aus. Mal ein bisschen klarstellen hier. So. Da. Ist ja noch ein schönes Haus. Und ein Brunnen. Ob da was drin ist? Sieht nicht so aus. Was ist das?
schon cool. Boah, wie viel hier drin ist. Okay, das muss hier die stille Treppe sein oder so. Da ist bloß ein Tisch, also der stille Raum. Man könnte das auch eigentlich richtig gut ausbauen und für sich selbst machen, aber. Aber ich werde hier keinen Finger krumm machen, das sieht einfach so cool aus. Ich wollte jetzt eigentlich so eine Art Graben drumherum ziehen, aber. Nee. Ich räuber die ein bisschen aus und das war's. Aber das mit dem Holz habe ich auch noch nicht so gesehen, dass man das so als Begrenzung macht. Sieht aber auf jeden Fall cool aus. Ich wäre dafür, dass wir hier warten, bis alles gewachsen ist und dann ziehen wir weiter. Beziehungsweise ich wollte einfach da hinten gehen. Wir können dann so lange da hinten rumstromern da. Und wir gehen dann in die Richtung weiter, keine Sorge. Wir müssen mal gucken, was da ist. Naja, der Jupp hatte schon recht. Er meinte, ja, oder ich glaube, das war der Jupp. Oder? Ne, wir hatten das geschrieben. Ist der Ilmik, der das gesagt hat? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall wurde halt gesagt, dass man sich ja auch sehr schnell ablenken lassen kann. Also diese Idee, ich laufe jetzt in eine Richtung, und das mache ich jetzt, bis ich was gefunden habe. Ja, es ist so ein schwieriges, ganz, ganz schwieriges Spielchen. Und da muss ich jetzt leider recht geben. Übrigens, wenn man in der Hocke ist, dann macht man das nicht kaputt, das Beet. Aber das wissen wahrscheinlich alle. Oh, da ist noch was. So, und jetzt suchen wir uns eine kleine Bude und verrammeln die. Nee, ich möchte schon nebenbei noch was Schönes lesen können. Wo war denn hier das Haus? Da war das, glaube ich. Ups, war vorbeigesprintet. Zack. So. Nee, da will ich es nicht haben. Machen wir mal da. Da. Nein. Da. Und da. Und dann stellen wir uns hier noch ein Bett hin. Essen haben wir noch genug. Und dann. Ich würde sagen, erstmal mal ein bisschen was. Einfach mal auffüllen. Und jetzt schlafen wir. Guten Morgen. Weiter geht's. Wir könnten uns ja mal ein bisschen Brot machen. Perfekt. Brot ist übrigens super gut. Also damit eine ganze Menge aufgefüllt von der Ausdauer. So. Schon schön, ne? Das Hühnchen ist nicht mehr so penetrant wie früher. Gibt also kein Evil Chicken mehr. Oh, wow! Verdammt! Und ich wundere mich noch und dann, naja. Gucken wir mal, was gibt es hier? Außer Kohle. Und einem coolen Wasserfall. Vielleicht finden wir ein bisschen Eisen. Das wäre natürlich richtig special. Also hier schon mal nicht. Vielleicht finden wir da unten ein bisschen Kohle. Oh. Da ist Eis. Ich lasse mir nicht sagen, dass ich es übersehen habe. Zumal jetzt am Anfang bin ich sowieso mineraliengeil. So viel. Und eins ist noch da unten gefallen, ne? Ja. Lava. Und Kohle. Das ist ja noch ein hin, nur für den Fall.
Haha, ich will nicht rein. Sieht hier an, ah, okay. Gut, wir werden jetzt noch ein bisschen Kohle abschlagen. Damit wir unsere Fackeln quasi wiederbekommen. Dann schwimme ich hoch. Und wir verkrümmern uns von hier. Diamanten vielleicht? Nur vielleicht. Nein, schade. So. Passt perfekt. Ja genau, wirf das Holz weg. Na. Und wie komme ich jetzt da hoch wieder? Ihr seid lustig. Ah, da. So. Wir haben Eisen. Gleich 5-mal. Wow. Und wir sind in eine tiefe, tiefe Höhle gefallen. Da lang geht's weiter. Mal schauen. Fängt da schon wieder das Meer an, aber da hinten geht's noch weiter. Oh, Ruckel die Ruckel? Ja. Der PC astet auch schon wieder, was das Zeug hält. Das ist übrigens auch noch ein Bug, denn die sind früher nicht in so seichten Gewässer aufgetaucht. Also einmal in der Nähe von unserer Bude, aber wer weiß, was da schiefgelaufen ist. Wow. Also ich muss sagen, es würde mir echt Spaß machen, darüber irgendeinen Turm, also das hier wegzumachen und einen Turm drüber zu stellen. Und dann kommen die Zombies an und fallen rein. Hehe. Die Gebilde sehen echt schön aus, die sich hier so entwickeln. Ich glaube mal noch ein Stück in die Richtung. Ah, ist bloß ein Dichtfehler. Ups. Ups. Ein Schwein. Lecker. So. Da hinten ist tatsächlich mehr. Aber ich wollte mich schon eigentlich an der Richtung halten. Also zurück zum Dorf, den letzten Rest da rausge. Und dann. So. Jetzt übrigens auch in der 1.8.1. Ich glaube, oder ich hoffe doch mal, ihr habt das Video vom Ilmik gesehen. Da hat er ja auch angekündigt, dass er jetzt Minecraft spielen oder Let's Playen wird und The Dust, oder. Nee, From Dust, nicht The Dust. From Dust. Muss ich sagen, finde ich echt cool. Ich bin auch schon ganz gespannt, weil, also für die Leute, die es schon gesehen haben, die wissen ja warum. Und für die Leute, die es nicht gesehen haben, ich bin selber ein sehr großer Black and White Fan gewesen. Aber Black and White zu Let's Playen ist sehr anstrengend. Und ich habe auch schon mal eine Anfrage gestellt, so, hey, was haltet ihr davon? Und da wurde mir halt auch gesagt, dass es zu langsam wäre. Also, damals habe ich auch noch nicht diese 15-Minuten-Begrenzung weggehabt und so. Und da hätten wir da uns ein halbes Leben lang dran aufgehalten. Und das, weiß ich nicht, das wäre jetzt nicht so meins gewesen. Das Coole ist, wir haben jetzt Samen und damit können wir dann auch in der nächsten, im nächsten Haus quasi gleich ein Feld anpflanzen. Brauchen wir bloß noch so eine Harke oder eine Forke ist es ja, glaube ich. Oh yeah. Also irgendwie würde ich gerne das ganze Dorf abfackeln, aber ich halte mich da mal zurück. Ja, aber irgendwie ist es ja gemein, sowas zu machen. Aber ich würde es irgendwie auch lustig finden. Weiß nicht warum. Habe ich das Bett mitgenommen? Ja, habe ich. Guck, ob ich auch sonst nichts vergessen habe. Ich habe, glaube ich, bloß noch Lampen angebaut. Den Rest habe ich mit, naja. Eine Workbench haben wir auch noch. Das ist unsere eigene gewesen. Wir haben hier uns geborgt, bloß. Warum sage ich das eigentlich? Ich war dabei. Ihr habt mir noch die Fluse in den Kopf gesetzt. Gesteht. Die Viecher trampeln da einfach drüber. Was ist das denn für ein Dreck? Wir können, denke ich, auch drüber trampeln, weil wir wahrscheinlich hier nie wieder ankommen. Gut, dann würde ich sagen, weiter geht's, ne? Führt das irgendwo hin? Boah, wenn es noch zum nächsten Dorf führen würde. Was ist das da dann? Oder sollte da noch irgendwas entstehen?
Nur die Chunks waren zu lahm. Also anscheinend nur so ein. Okay. Sprinten! Wir könnten uns übrigens noch ein oder zwei Boote machen. Ich war hier. Das wäre vielleicht noch ganz cool. Weil wir mal gesehen, Wasser. Okay, ein Boot haben wir schon mal. Haben wir noch ein zweites? Was soll der Geiz? Und ein drittes. Kommt drauf an, ob man die stacken kann. Nee, kann man nicht. Das ist natürlich jetzt doof. Egal. So. Da hinten sieht es aber echt interessant aus. Also wenn wir können, dann würde ich ja gerne nur rüberschwimmen. Oder kommen wir von da? Nee. Wir kommen von da. Immer schön das Schwert im Anschlag. Gras, 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 Gras. Ich habe mal ganz kurz gucken, ob ich vielleicht die Audioeinstellung ein kleines bisschen runterschrauben kann. Machen wir mal die Music und den Sound auf. Machen wir mal die Music auf 30, 35 und das auf, ja, 40. Ja, ist weniger schlimm. Nicht viel, aber ist besser. Oh, haben wir hier so. Wir haben hier Sumpfgebiet. Das gibt es jetzt auch. Hier, seht ihr das hier? Man kann es weghauen, aber da passiert ja nichts. Was ist das denn da hinten? Fliegt da ein Baum oder was? Ja, also das ist übrigens Sumpfgebiet. Ich wollte es bloß mal gezeigt haben. Ah, hier sind Bäume. Okay. Bloß für mich ein Texturenfehler, also ein Bug, ein kleinen. Egal. Hier auch das Gras. Seht ihr, das sind verschiedene Grasarten, die es jetzt gibt. Da hat sich das Team rund um Notch echt was Gutes einfallen lassen. Boah, seht euch das an, wie geil das aussieht. Hammer. Von da übrigens kommen wir. Bevor es heißt, ich schweife ab. Wird es sowieso heißen, weil ich 100 pro irgendwas finde und dann sage. Da gehe ich hin. Und da bleibe ich. Warte mal. Ich setze mal da eine Fackel, damit ich weiß, dass ich in Richtung dieser Fackel weitergehen muss. Skelett. Man kann jetzt übrigens in YouTube die Helligkeit einstellen, ne? Also nochmal so ein bisschen. Weil ich hatte mich ja vor nicht allzu langer Zeit noch darüber aufgeregt, aber. Jetzt ist mir, glaube ich, Minecraft abgeschmiert. Ja, bis gleich. Schnitt.